Not a new amount of some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, packed up every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill. So, meine Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von Transport Fever hier auf dem wunderschönen Kanal. Heute gibt es sogar die Fracht gleich nebenan, das freut mich richtig, dass wir uns gleich nebenan holen können. Und zwar heute wollen wir keine spezielle Fracht wie sonst mal holen. Wir fahren heute eigentlich fertig aus Wende nach Toulouse. Da waren wir nämlich noch nicht gewesen, deswegen. Und das ist eigentlich auch das teuerste, was bis runter geht. Deswegen holen wir uns mal kurz die Fertigbauwände ab. Oh, die sind ja schon hier vorne. Haben Sie mir eine falsche Information gegeben, ihr Idioten? So 3 Stunden, wieder ungefähr 20 Minuten Part. Ich glaube, das reicht auch vollkommen zu. Jetzt heute mit unserem neuen LKW. Ich bin mal gespannt, ob der neue heute schon anfängt oder morgen. Kann man das eigentlich sehen? Nee, nicht hier, sondern gehen wir mal kurz hier rüber. Firmenmanagement, LKW-Management. Der steht rum, okay. Der steht noch. Also interessant dann zu wissen, wo er vielleicht gerade unterwegs ist, oder? Ja. Das wäre geil. Alter! 3 Stunden 22, wie gesagt, ungefähr 20 Minuten mit der Part. Dann werde ich einfach mal die Parts schneiden, die bei mir was zu essen machen, weil morgen ist ja auch noch freier Tag. Und dann werde ich mal gucken, wie ich die Parts überhaupt freischalten lassen möchte. Das ist ja ein bisschen ausholen, deswegen... So, glaube ich, gut. Rocket League könnte man eigentlich auch mal wieder spielen, aber im Moment habe ich ja sowieso weniger Zeit, mit anderen Leuten gemeinsam zu spielen. Vielleicht ist die Sucht nach Formel 1 so schlimm gewesen. Oh, jetzt hätte er noch reinfahren müssen, das hat mich aufgeregt. Ich bin gespannt, falls ihr den letzten Part gesehen habt, wie ihr meinen LKW fandet beim Erstellen. Alles klar, hier einfach gleich in einspurig rein aus dem zweispurigen Kreisverkehr. Warum auch nicht? Gibt ja keine Probleme beim Einfehlen. Das täuscht. Das wird doch niemals Probleme machen. Wir hatten vorhin noch eine andere Fracht, die ich hätte nehmen können und die hätte jetzt 3 Stunden 26 gedauert, also die paar Minuten. Machen wir auch nichts aus. Und da irgendwie dann Geld geben müssen. Weil wir müssen jetzt immerhin täglich 6.000 zahlen. Wie viel verdiene ich hier mit 6.000? Ja, also... Habe ich die Fracht weg, habe ich kein Plus und kein Minus ungefähr, kann man sagen. Ab dann... beziehungsweise ab dann fahre ich erst für mich wieder. Weil dann muss erstmal wieder das Geld reingefahren werden für... fürs Tanken und sowas. Der andere, der fährt ja eigentlich sein Geld selber ein. Hoffe ich mal. Und bei mir pro Tank glaube ich auch nochmal 1000 irgendwas. Also haben wir mal 2000. Und dann haben wir das auch ungefähr wieder drin. So. Muss man mal gucken. Mit Mäusen habe ich Käse versteckt. Überall mal die Ecke, mal die Ecke, mal die Ecke. Ob die es heute finden. Also die ein Stück Käse haben sie vor uns gesehen, aber haben aber auch nicht gegessen. Echt schade. Oh, sieht die Brücke geil aus. Oh. 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 Ist das geil. Das gefällt mir. So, es hat schon was Geiles an sich. Bisschen zu schnell wieder. So,
So. Ihr könnt ja mal drunter schreiben, was ihr eigentlich immer wieder gerne sehen wollt bei mir. Anscheinend gehen die Kochvideos sind die einzigen oder Real-Life-Videos sind die einzigen, die eigentlich gut ankommen. Den Rest kannst du in die Tonne werfen. Und Formel 1 ist auch keine Sache, die geil ist. Hätte ich gedacht, dass es besser ankommt. So, was haben wir hier für die? Oh, scheiße. Was denn? 2000 nur? Ach, da habe ich ja wohl, ich würde ja mit der Fracht schon was plus nehmen. Geil. Wir haben 6000 Kredit. Was hat die damit 6000 gesehen? Es macht echt Spaß mit der Musik wieder zu fahren. Um was anderes zu fahren, vor allen Dingen zu spielen, zu fahren. Bei Formel 1 habe ich insgesamt jetzt 17 Stunden innerhalb von einer Woche gespielt, dazu Folgen aufgenommen, die ins Unendliche gehen eigentlich. Policia. Bussa. So. Wir müssen ja eigentlich auch Mord bezahlen, die Polizei. Oder weil, also jedenfalls in Deutschland jetzt die Frage, wenn bei uns dann die Maut kommt, wir haben ja jetzt schon die LKW-Maut. Wenn aber bei uns ein Automod kommt, kommen würde oder sonst was, bezahlt die Feuerwehr, die Politiker und so, so auch dann, oder? Oder heißt das dann, die fahren eben für den Staat, also wenn sie jetzt Politiker oder so, Polizisten, wenn sie jetzt auf Arbeit sind und für den Staat fahren oder sowas. Alles klar. Er zieht einfach rüber, obwohl ich schon über die Hälfte fast bei ihm vorbei bin. So ein Trick. Das war's ja an Gas, ihr hört's. Oh, das sieht so geil aus hier alles. So, schnell freut mich. Oh, wir sind viel zu schnell, wir sind viel zu schnell. Ich weiß bloß nicht mehr gerade, wie es Tempomat angeht. Sonst würde ich auch Tempomat anmachen. Es wäre auch angenehmer für mich zum Fahren und Reden und alles. Ja, gerade verkacke ich wieder alles, wie merkt's. Wir sind ja bald da. Knappe 2 Stunden noch. Wenn man gut durch. Also was mir wirklich in diesem Spiel noch fehlt, sind Staus. Aber nur im Singleplayer, im Multiplayer hat man es ja sowieso schon Staus. Aber hier irgendwelche Staus, weil sich das dann mit einfehlen oder weil es einen Unfall gab und dann muss man eben eine Stunde warten, Ingame-Stunde, bis der Stau sich gelöst hat oder sowas. Am besten dann, wenn man auch das Navi schon drin hat. Also das Navi dann hier unten in der Ecke. Also ich meine nicht das Navi, was allgemein drin ist, sondern das hier. Dann eben dort noch drin steht so, ja, das und das und dies und das und jenes. Weil da ist ein Stau oder abweichende Strecke verfügbar oder... Muss aber auf dem Navi angezeigt werden und nicht auf dem großen hier, finde ich. Und da muss man sich vielleicht eine eigene Strecke überlegen, die man fahren möchte. Oder eben in den Stau reinfährt oder das wäre noch geil, denn das kommt. Staufunktion. Also liebe Mitarbeiter von SCN, glaube ich. Wenn ihr mich hört, macht natürlich keiner Sportstraße mit ein. Das ist auch hier ein geiler Parkplatz hier hoch. So einfach mal abgeschieden, richtig. Das ist geil. Allgemein sind diese ganzen kleinen Autohöfe, also hier Parkplätze, sind meine Lieblingshöfe. Das gefällt mir am meisten.
sagen, meine Uhr sagt 10 nach um. Nice. Wie gesagt, also das ist jetzt Part eigentlich, den wir jetzt hier aufnehmen. Haben wir auch genug eigentlich aufgenommen wieder. Es muss ich aber wie gesagt auch noch machen. Vielleicht mache ich was dazwischen durch noch. Vielleicht irgendein anderes Spiel noch. Man hat eine gesunde Mischung aus, auch noch aus allen Spielen. Keine Minute mehr, dann sind wir auch schon da an einem neuen Ort, wo wir noch nie waren. Und dann können wir mal gucken, ob unser lieber Herr, neuer Kollege, unser Angestellte, das auch endlich unterwegs ist. Oder ob er es morgen anfängt. Da wird am Anfang erstmal 2000 oder sowas einbauen. Jetzt muss man langsam nicht einschalten. Fuck! Scheiße! Kurz vom Ziel, bin ich bescheuert. Vielleicht können wir auch schon hier drehen. Scheiße, bin ich bescheuert! Ah, das regt mich auf. Ah, fuck. Also ich hoffe, wir können an der Kreuzung schon drehen, weil das macht ein paar Kilometer aus. Dass wir auf immer wieder bei 174 sind. Halleluja. 2 Stunden. Wir waren fast da. Wir waren fast da. Jetzt haben wir eigentlich fast 2 Stunden plus. Nee, krieg ich nicht überholt. Krieg ich nicht überholt. Soll man zweimal Mord bezahlen? Okay, alles gut. Oder wir können hier schon drehen. Realistisch ist es zwar nicht. Jeder LKW-Fahrer, da würde sich jetzt aufregen über das, was ich mache. So, guck mal, 80 Kilometer jetzt noch. Was hat es jetzt geändert? Oder hat sich das jetzt geändert schon? Was hat sich schon geändert? Überleg mal, jetzt brauchen wir nur noch eine Stunde. Wir waren vorhin bei 2 Stunden schon. Das regt mich jetzt auf. Zu spät, wenn wir ja nicht ankommen. Also wir haben nur, wir gucken auf die Uhrzeit, also. Das ist ja gar nichts eigentlich. Noch so viel Zeit, wir können uns nochmal verfahren. Geht es bloß wegen Aufnahme, dass die ja nicht zu lang wird. Wir beschleunigen hier schon ein bisschen mehr. Hoffentlich ist hier kein Blitzer irgendwo. Nee, gut.
ist durchgedrückt bis zur Abfahrt. Irgendwie wäre es doch geil, wenn man für die anderen LKW-Fahrer noch eine Fracht raussuchen müsste. Alter, das wäre so eine anstrengende Arbeit. Was haben wir jetzt? Neun war, das freut mich. Was eine Person die Produkte verarbeitet. Oh. Also wir sehen, es wären vorhin nur noch 30 Minuten ungefähr gewesen. Ich fahre nochmal eine extra Strecke. Regt mich auf. Jetzt fahre ich ziemlich schnell. So, da ist nochmal die Mauer. Da hätte man vorhin zahlen müssen erst. Aber nein, wir wollen ja doppelt bezahlen. Ja, jetzt ist der mir noch reingefahren. Jedenfalls habe ich nicht zahlen müssen. So, den lasse ich jetzt vorbei. Der überholt mich sowieso. Wir fahren Richtung Airport. Nee. Oder? Doch. Nee, vergiss es. Vergiss es. Nur weil der sich nicht richtig auskaspern kann, fahre ich jetzt keine... Nee. Also tut mir leid. Da muss ich jetzt mal unrealistisch bleiben. Ah, das ist sowas von ungenau gewesen gerade. Finde ich. Hier, einlenken. Ich sehe schon, aus dem 20-Minuten-Part wird ein Stunden-Part. Können wir das von drinnen jetzt erkennen? Wie gesagt, realistisch. Guckt euch mal das an. Also irgendwie durch die obere Überlappung sieht das komisch aus hier. Ja, das habe ich jetzt mir auf mich sitzen lassen. Also 5 Stunden nochmal plus fahren. Wenn es nur eine halbe Stunde oder sowas wäre, kein Problem. Aber keine 5 Stunden plus. 600 Kilometer. Hier sehe ich es ein, jetzt muss ich hier hoch.
12 Minuten. Dann war es das auch, wenn ich jetzt hier, was haben wir, was fehlt noch uns eigentlich für den Händler? Weiß ich nicht. Alles klar, jetzt kommt das Lied zum Ende. Hoho. 10 vor halb haben wir sitzen. Ich glaube, mir schweift ein Schwein. Okay, jetzt habe ich dort ein Dings gehabt. Mit Punkt gesetzt. Gut, eine Agentur ist das. Den Punkt, den will ich aber nicht mitnehmen. Wir fahren gleich rein. Ich hoffe, weil ich genug ausgeholt habe, wie ich nicht. Ja, jetzt kriege ich nur Aufliegerschaden. Unfälle gebaut? Nee, das ist nichts. So, wir wollen auf Nummer sicher gehen natürlich. Oh. Hoffentlich ist die Fracht nicht beschädigt. Aber jetzt wäre auch noch so ein Unterschied so zwischen Aufliegerschaden und Frachtbeschädigung. Gläser gehen schnell kaputt. Der Auflieger kriegt Lackschaden. Also was. Das war krank, aber Leute, das sagen wir nicht den Leuten mal von CSN, CSR, ihr wisst schon, was ich meine. CSS. Nee, SCC so. Auflegerschaden 1,4%. Naja, gut, nochmal 6000 drauf. Macht nichts, Leute. Das war's mit diesem Part. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt noch einen Daumen. Wenn ich deinen Daumen unten schreibt mir kommt darüber mehr davon, wird auch nicht. Gucken wir mal, der ist auf der Straße. Er fährt jetzt, das ist nett, das ist nice. Und dann bis zum nächsten Mal, sagt er, wenn sie. Ciao, ciao.